Ich habe gemerkt, die letzten Videos waren jetzt nicht mehr so aufrufzahlenmäßig gut. Deswegen werde ich jetzt das so machen, dass wir den Radlauf jetzt füllen, lackieren im Zeitraffer. Da möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen, da das jetzt alles schon vorbereitet ist. Letztes Video habt ihr gesehen, wie ich den Füller aufgetragen habe, den EP-Füller. Und danach ist dann noch im Endeffekt nochmal ein bisschen Spachtel drauf gekommen, dann nochmal EP-Füller und jetzt ist auch das fertige Ergebnis zum Lackieren vorbereitet. Jetzt muss nur noch schwarze 2K Füllgrundierung drauf, da das Lackmischgerät von letzter Woche, wo ich ja im Video erwähnt habe, wo wir den Lack rausmessen lassen haben, das hat jetzt vorgeschlagen schwarzen Füller, dass die Farbe halt von der Nuance so wird, wie man es rausgemessen haben. Das machen wir jetzt noch im Zeitraffer. Und ich habe einen neuen Kotflügel bestellt. Der da hinten, den habe ich abgedeckt, dass er halt nicht voll gestaubt wird. Also der hier, der hat ja eine falsche Farbnummer, mit dem falschen Farbton. Ich habe den bei Kleinanzeigen inseriert und bei eBay. Ich packe euch den Link von beiden Sachen unten rein. Ich möchte für den Kotflügel 150 Euro haben. Wer Interesse dran hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich verkaufe den. Genau, und jetzt werden sich bestimmt ein paar kurz fragen, hä, warum verkaufst du den jetzt, wenn du den brauchst? So, ich kriege jetzt von einem Zuschauer einen originalen BMW E36 Facelift Kotflügel, weil ich bei dem Auto ja so im Zwiespalt mit Zubehör bin, nicht so ganz so dabei. Deswegen verkaufe ich den jetzt. Lackiert, Finish mache ich noch. Aber verkaufe ich jetzt. Und ich kriege jetzt einen originalen. Der müsste morgen oder übermorgen ankommen. Deswegen werden wir jetzt erstmal das Seitenteil lackieren. Das mache ich in Ruhe. Und den Kotflügel dann separat lackieren. Hat den einen Grund, ich möchte nicht zu viel auf einmal lackieren. Ich habe gemerkt, wenn ich nur den Kotflügel lackiere, werden die Lackierungen perfekt. Lackiere ich nur ein Seitenteil, wird die Lackierung perfekt. Fange ich an, Seitenteil, Kotflügel, Stoßstange etc. pp. Wird es Mist, weil du nur am Rumrennen bist. Und der ganze Lacknebel kriege ich aus der Halle nicht raus, weil ich ja keine Absaugung im Endeffekt habe. Beziehungsweise ich habe schon einen Lüfter, aber der bringt nicht ganz so viel. Und da hat auch der Tipp vom Lackierer mir geholfen. Er hat gesagt, alles einzeln lackieren. Und wenn du ein ganzes Auto lackierst, immer das Dach zuerst. A und O, immer das Dach zuerst. 24 Stunden aushärten lassen, Dach abdecken, Motorhaube dann abdecken, Heckklappe abdecken und dann den Rest vom Auto lackieren. Aber so weit kommt es ja gar nicht, dass wir das ganze Auto lackieren, sondern ja, ich mache jetzt erstmal nur das Seitenteil, zwei Tage später dann den Kotflügel und dann haben wir auch hier eine perfekte Lackierung. Und in dem Video werde ich euch dann jetzt auch alle Materialien, was ich zum Lackieren und Grundieren und Füllern und alles verwende, unten verlinken in der Videobeschreibung. Ist nicht alles billig, das werde ich euch gleich sagen. Aber wir werden das jetzt so machen. Wir werden jetzt erstmal füllern, stelle ich daneben. Und wenn der Kotflügel da ist, dann zeige ich euch mal einen Lackaufbau von einem alten Kotflügel. Und was ihr da machen müsst, dass das auch perfekt wird. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie man den Füller anmischt. Das ist ja wie gesagt der von K-System. Der Acrylfüller, wir brauchen ja schwarz zum Vorgrundieren, laut Farbmischgerät. Und mir hat der Lackierer gesagt, auf jeden Fall den Füller sollte man eigentlich einmal die Woche, mindestens zweimal die Woche aufrühren, weil sich halt alles unten absetzt. Und wir rühren jetzt erstmal ordentlich um. Habe ich ja natürlich nicht die Möglichkeiten, jetzt das Ding zwei, dreimal die Woche zu rühren. Ich habe ja keinen Lack. Also so einen kleinen Lackraum, wo man da so ein Rührgerät drin hat. Die rühren ja auch die Farben eine halbe Stunde vorher auf, bevor sie da alles anmischen. Das geht bei mir nicht. Man muss das halt dann irgendwie manuell hier so rühren. So, das stecke ich hier rein in den Mischbecher. Wir müssen jetzt die Farbe hier, also den Acrylfüller, 4:1 mischen. So, das machen wir so. Wir haben hier eine Skala drauf.
suchen wir uns 4:1. Das ist bestimmt auf der anderen Seite. Hier, 4:1. Ich nehme jetzt halt ungefähr, wie viel ist denn das hier unten? Sind ungefähr 50 Milliliter. Mit Herda zusammen habe ich dann 100 Milliliter. Könnte fast schon ein bisschen viel sein. Aber muss ja auch schön deckend lackieren, dass ich dann später schon mal eine Basis habe. Auf jeden Fall fülle ich das jetzt hier rein und fülle bei den 4:1 das mal bis zum ersten Strich. Lassen wir das erstmal ein wenig verlaufen. Schauen wir mal. Ein wenig verlaufen lassen. Was haben wir denn jetzt? Das könnte ich schon hier hauen. Genau, das haut jetzt eigentlich ganz gut hier. Das reicht eigentlich fürs Vorfüllen. Ja doch. Lassen wir mal, sonst kann man immer noch einen Schluck anmischen. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber zu viel anmischen ist auch Materialverschwendung. So, jetzt 4:1, das heißt, man kann sich's ausrechnen. Müsste man 4 geteilt durch 1 rechnen. Nee, Quatsch. Ich habe Käse erzählt. Auf jeden Fall, man müsste sich das geteilt ausrechnen. Aber das Schöne ist, hier ist eine Skala drauf. Wir können dann nämlich nach Skala mischen und dann verrühren. Das ist irgendwas für Dullis sozusagen. Und jetzt fülle ich den Herd da rein. Ohne dass ihr da jetzt Dreck in die Pistole reinhaut, gibt es hier diese Filter da. Das ist übrigens der vorletzte, muss ich mir einen neuen kaufen jetzt. Mal wieder, wenn ich jetzt weiterhin was lackiere. So. Dann nehme ich das hier, schütze da rein. Und lasse das mal ein bisschen ausbluten hier. Und dann geht es jetzt gleich los. So Leute, ein paar Tage später, es geht weiter. Ich habe vor 2 Tagen hier den Radlauf, das Seitenteil lackiert. Man sieht keinen Farbunterschied. Das war sehr gut, dass ich beim Lackierer war, die Farbe rausmessen lassen habe. In der Zeit habe ich natürlich mich hier nicht lumpen lassen und habe mal off-camera hier das Seitenteil poliert. Weil in einer Werkstatt kriegst du das, also in so einer Halle hier, kriegst du es nicht perfekt hin, dass da kein Staub reinfliegt. Bisschen Orangenhaut war auch drin. Ich habe Bilder gemacht. Kann ich euch kurz einblenden. Ihr seht so viele, viele kleine Kratzer jetzt. Oder Schleifriefen. Das waren alles Staubeinschlüsse. Die habe ich rausgeschliffen bis runter. Dann habe ich das ganze Ding, ihr seht es, es ist matt. Einmal komplett mit 1000er Schleifpapier angepettet. Also beziehungsweise geschliffen, nass geschliffen. Bis so die Pünktchen im Lack glatt waren und dann habe ich 3000er Drehzack genommen, habe das so geschliffen mit dem Exzender, dass diese Schleifriefen vom vorherigen Material weg waren.
Beziehungsweise ihr müsst 1000er, 2000er, 2500er, 3000er. Ich habe dann bis 6000 hochgeschliffen. Umso weniger muss ich polieren. Und ihr seht ein Top-Ergebnis. In der Zeit sind Kotflügel gekommen. Einmal der vom Zuschauer, der Originale, den er mir versprochen hat, in Abusblau. Ein bisschen Kantenrost unten hat er. Das machen wir weg. Und ein originaler Nachbau-Kotflügel, beziehungsweise von der Firma Dietrichs. Firma Dietrichs habe ich die Schweller gekauft. Das Blech für den Einschweißradlauf hinten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, der Radlauf, die Schweller waren echt Top-Qualität. Der Kotflügel, weiß ich nicht. Also das Blech ist so dünn. Ich zeige euch das mal. Ganz normal schwarz grundiert. Und hier, erstens mal, sieht man bestimmt auf Kamera, hier ist eine Delle drin, wahrscheinlich durch den, hier sieht man es schön, ist eine Delle drin, wahrscheinlich durch Versandbeschädigung. Und das Material ist so dünn, guckt mal in die Spiegelung, müsst ihr mal von hier oben sehen. So dünnes Blech, Wahnsinn. Und das hier ist ja ein Originaler, beziehungsweise, jetzt könnt ihr mir vielleicht sagen, der hier hat jetzt nur einen Verschraubpunkt hier oben. So, das hat der hier nicht, der hat zwei. Das ist ein Nachbau-Kotflügel, der hier. Der hat auch nur einen Punkt oben. Ist es mal geändert worden, dass da nur der eine Verschraubpunkt ist? Weil ich kenne das nur bei den Originalen mit den zwei Verschraubpunkten. Der hier scheint mir ein Originaler zu sein, aber das ist komisch, dass da nur der eine Punkt ist. Aber den werden wir jetzt mal ranmachen. Der wird sowieso dann auch dann lackiert. Der ist vom Material her viel stabiler. Also da mache ich mir keine Sorgen, der fühlt sich wertiger an als das Ding hier. Das ist ja schon richtig Wellblech. Ich werde mir jetzt Fotos machen. Ich habe den ja nur dran gesteckt. Gerade aktuell. Ich habe den nirgendwo festgeschraubt. Der steckt nur drauf, weil ich gucken wollte, ob die Passgenauigkeit ist. Das muss ich wiederum sagen bei den Dietrichs Kotflügeln. Die Passgenauigkeit, ihr seht das Spaltmaß, ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Gut, Haube kann ich jetzt schlecht zumachen, weil ich da den Besenstiel dagegen gesteckt habe, weil ich ja die Schraube da oben noch raus habe. An sich so passt, spaltmaßtechnisch. Aber der hat auf jeden Fall einen Versandschaden. Das werde ich reklamieren. Den baue ich mir jetzt erstmal nicht ran. Ansonsten geht er zurück oder ich kriege mein Geld zurück. Eins von beiden. Aber das ist schon dünnes Wellblech, ne? Also, wenn ich überlege, ne? Ne, keine Chance. Das kommt nicht ran. Also, Kotflügel ist jetzt dran. Wichtig ist, bei mir jetzt in dem Fall, da die Radläufe ja gezogen sind, muss ich den wieder die Kante umlegen. Also nur die Kante muss ich umlegen und minimal raus. Jetzt habe ich hier, müssen wir mal so einen Anhaltspunkt nehmen, hinten an der Spritzwand habe ich mir das abgenommen damals, also von dem Axtträger her. Wenn du es am Federbein machst, kannst du verfälschen das Ergebnis. So, ich nehme jetzt einfach mal hier hinten da vom Dom her und messe mal nach oben. So vom Federbein seitlich hoch. Da habe ich hier jetzt 46. Drüben sind es glaube ich 48,5. Ich gucke mal eben. Ich habe euch gerade Dünnpfiff erzählt, es sind 47,5. Also müssen wir 5 mm raus. Das ist ungefähr die Kante. Jetzt haben wir 47. Halber Millimeter. Wichtig ist, wenn ihr jetzt die Kanten anlegt, dass der Kotflügel komplett alle Schrauben drin sind. Hier unten habe ich sie rein, hier oben alle, die in der Tür habe ich rein und hier unten. Gut, das Brett könnte man eigentlich wegtun, das brauchen wir nicht mehr. Genau. Und dann ist wichtig, jetzt wenn ihr die Kante legt und ihr nicht lackieren wollt, dass ihr das mit einem Heißluftföhn bearbeitet. In meinem Fall werden die ja lackiert, oder wird der Kotflügel lackiert, da kann ich jetzt halt auch so drauf gehen. Ne? Und dann immer vorsichtig. Das heißt, Stück für Stück bürteln, mal ein wenig Druck drauf geben, gucken, wie es sich gibt. Könnte, glaube ich, auch noch ein bisschen weiter runter.
Also mit der Rolle, weil sonst stößt die nämlich oben an. Aber ich glaube, mehr geht, glaube ich, gar nicht. So, jetzt habe ich mir einen Druck drauf gegeben und wichtig ist jetzt hier langsam und vorsichtig bürdeln. Wir müssen, glaube ich, bis hier zu der Kante runter. Da kann ich nochmal ein bisschen zurück, dass ich nicht so viel Druck da in die Kante reingebe. Und immer Stück für Stück Kante umlegen und immer ein bisschen mehr Druck drauf geben. Bis ihr halt merkt, die liegt an und dann mal kurz nachmessen. So, dass wir kein Wellblech verursachen hier. Immer schön rollen, zweimal rollen, dreimal rollen und halt schauen, dass ihr bis da runter kommt. So, ne? Vielleicht auch noch mal ein bisschen zurück für die Kante hier. Ne? Ich muss mal drüben messen. Ich glaube, ich bin bis knapp hier runter mit der Kante, beziehungsweise haben die Vorbesitzer schon gemacht. Das muss man halt ein bisschen so, auch ein bisschen so machen hier. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr nicht zu viel aufgibt auf Spannung, sonst habt ihr Wellblech. Ne? Das ist, müsst ihr euch bewusst sein und maximal so bis hier Kante legen. So. Da liegt sie fast schon an. Zack. Zack. Also ich habe jetzt meine Radlaufe ja nicht voll bis ins Ultimum gezogen. Bei mir liegt ja nur wirklich die Kante an. Du würdest es auch nicht mal so sehen. Na, wenn du hier so reinschaust, du siehst das nicht, dass der eigentlich gezogen ist. Außer man weiß es. Na? So, gucken wir mal. Perfekt. Perfekt. Warte mal. So, jetzt. Perfekt. Lass mal so. Jetzt baue ich ihn wieder ab. Und dann, ja, können wir noch eigentlich schleifen. So, gebrauchter Kotflügel sollte man ja innen immer sauber machen. Ich habe jetzt mal hier den ganzen Dreck rausgekratzt, soweit es ging. Hier oben den Dreck raus und hier vorne den Dreck rausgemacht, dass es innen ein bisschen jetzt gleich sauber ist. Hier haben wir ein bisschen so Kantenrost hier unten, aber nichts durch, hier auch ein bisschen. Das schleifen wir jetzt gleich mit dem Drahtigel sauber und dann schleifen wir die ganzen Kotflügel.
Ich habe jetzt mit einer Exzenterschleife 120er Schliff alles grobe sozusagen, also große Flächen geschliffen. Natürlich dürfen wir jetzt nicht die Falz vergessen, hier so die Kanten, das darf alles nicht vergessen werden. Dann nehmen wir jetzt uns hier das Schleifspiel, ich habe jetzt ein neues genommen und schleifen hier einmal so lang. Na? Also sozusagen, das ist jetzt halt hier 120er, das ist für die Grundierung, für den EP okay. Mann, ich mach gerade ein Video. So, Kotflügel ist jetzt geschliffen, überall, an jeder Ecke. Kann ich das mal zeigen. Also, hier unten drin ist er geschliffen. Ne? Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht. Hier innen drin ist er geschliffen. Wie man sieht, die Ecke da hinten ist geschliffen. So. Jetzt blasen wir den erstmal mit der Luft ab. Habe ich schon hier. So. Dann habe ich jetzt hier Silikonentferner. Da gehen wir jetzt erst einmal drüber mit dem Lappen. Das ist erstmal drüber gehen, dass der erste Staub weg ist. Ne? Und dann nehmen wir unseren neuen Lappen. Oder gegebenenfalls braucht ihr noch einen zweiten zum Wegwischen. Ich gehe jetzt erstmal so drüber, dass der Staub weg ist. Weil alles geht mit der Luft nicht weg. Man sieht, angeschliffene Lack löst sich schon, weil wir ja noch Klarlack weggeschliffen haben. Sozusagen. Und genau. Das machen wir jetzt hier einmal reihum, auch innen und hier unten überall, wo wir geschliffen haben, sauber machen, fettfrei machen. Und dann nehmen wir unser neues Tuch und gehen nochmal final drüber, für wenn wir dann die EP-Grundierung auftragen. So, zweiter Durchgang, das hat jetzt abgelüftet. Ich nehme jetzt ein Tuch hier, mache das voller Silikonentferner. Oh, das war ein bisschen zu viel. Ein Tuch lasse ich trocken. Dann nehme ich das Getränkte, fahre über die Fläche drüber. Ne? Also so. So. Kann auch in die Richtung fahren. Wichtig ist, dass ihr auf einer Stelle immer nur so macht. Ne? So. 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 Ihr seht, da ist noch irgendwas runtergegangen. Das sind das trockene Tuch. Und zieht den überschüssigen Silikonentferner ab. Zack. Zack. So. Hier unten noch. Dann machen wir so rum. So, jetzt drehe ich das Tuch mal, gehe hier die Falz lang, unten lang und oben linker Ecke. So, ja, jetzt wollte ich anfassen, das ist schlecht. Am besten Handschuhe anziehen, dann könnt ihr das anfassen. So, natürlich noch hier. Und hier innen drin noch. So. Zack, hier unten noch. Und nochmal oben in der Falz lang gehen. Thank you.
So, das sollte es erstmal gewesen sein. Mit dem Lackierer habe ich letzte Woche gesprochen. Der hat gemeint, EP-Füller oder normalen Acrylfüller muss man immer dreimal oder viermal die Woche aufrühren. Gut, die haben ihren Lack an den Schrauben. Da haben die so ein Gerät, da haben sie so einen Rührer drin. Das sieht aus wie so ein Propeller. Stecken in den Dosen drin, dann können sie das nämlich, ja, keine Ahnung, wenn sie es brauchen, aufmischen. Die rühren auch, bevor sie hier die Farben anmischen, am Tag rühren sie eine Viertelstunde lang das Ganze auf. So, wir haben jetzt hier den MIPA EP-Füller. Das heißt, das ist ein EP-Grundierfüller, grau. Und der wiederum, den gibt es auch als Surfaces. Surfaces heißt dann, der ist nass in nass. Den werde ich mal beim nächsten Mal besorgen. Dann kannst du nämlich direkt heute zum Beispiel EP auftragen und in 2K Grundierfüller drauf geben. Und na, dann kannst du loslackieren. So, wir müssen das jetzt hier 2:1 mischen. 2:1 ist hier. Ich brauche jetzt nicht viel. Ich denke mal, bis hier brauchen wir es ungefähr. Mehr braucht man nicht. Na? So, lassen wir es erstmal reinlaufen. Gucken uns den Spaß mal an. Wie gesagt, der EP-Füller, der braucht es nicht viel. Der muss nur hauchdünn aufliegen auf dem Blech, weil der ist zum EP, zum Rostschutz. Also für den Rostschutz. Ich glaube, das könnte fast schon reichen. Oder? Was habe ich denn beim Armkotflügel genommen? Ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr genommen. Ich will mir nicht zu viel anrühren, weil manchmal ist es dann zu viel des Guten. Also wir haben jetzt noch ein bisschen was drin, nicht mehr die Welt. Aber das sollte für irgendwelche Ausbesserungen, wenn noch am Auto irgendwas auftaucht, auf jeden Fall reichen. Ja doch, das könnte reichen. Und jetzt nehmen wir hier den E10. Das ist der EP Härter Kurz. Kurz heißt, der hat eine kurze Auslüftzeit. Jetzt war das natürlich schlau, da umzurühren, weil ich jetzt nichts mehr sehe. Jetzt ist der ungefähr hier. Ja, ich kipp mal einfach rein. Ja, ich glaube, das könnte reichen. Sehe ich ja von da. Hier ist es. Ah doch, das reicht. So, den jetzt gut verrühren. Also richtig gut verrühren. Dann in die Pistole rein. Und dann den Kotflügel lackieren. So, das reicht schon. Und dass wir jetzt uns keine Dreckfetzen da rein lackieren. Habe ich hier so ein Lackiersieb. Da können wir jetzt dann hergehen, das dann da reinfüllen. Dann lassen wir das Ding mal kurz 5 Minuten auslüften. Ausbluten und dann geht es schon ans Lackieren. Jetzt kurz Safety First hier. Maske, nicht vergessen. Atemschutz, ganz wichtig. Sollte man auch beim Schleifen anziehen, habe ich jetzt nicht getan. Entschuldigt mich desbezüglich. Ganz wichtig ist jetzt, EP-Füller ist drin. Als erstes die Kanten alle vorlackieren. Innen, wie hier unten drin und so, wo wir alles blank geschliffen haben. Weil euer EP-Füller ist jetzt so der Rostschutz. Hier ist jetzt kein Rost irgendwie da. Das habe ich alles weggeschliffen, das ist alles Flugrost. Da braucht man auch nicht mit Prudox arbeiten. Das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, Kanten jetzt ausnebeln und dann die Fläche, aber das seht ihr jetzt, was ich mache. Ich ziehe die Maske auf, danach versteht ihr nichts mehr.
Ich habe jetzt meinen Handschuh angezogen. Die Innenkante müsst ihr noch rauslackieren. Das mache ich jetzt mal so in der Hand. Ich zeige es euch mal. Also ganz wichtig ist, hier den hier. Leute, wir haben jetzt halt einen Tag später. Wir haben hier nur 8 Grad drin jetzt über Nacht. Ich nehme jetzt hier mal ein Schleifpapier von 2,40. Weil wir müssen jetzt sowieso nochmal füllen. Wir haben jetzt halt schon zwar 12 Stunden später, aber halt nur 8 Grad in der Bude. Der Füller hier, Raumtemperatur 20 Grad, 12 Stunden Trocknungszeit. Wir nehmen jetzt ein Schleifpapier und wenn das Schleifpapier sich zusetzt mit so kleinen Pickeln, ist der Füller noch nicht trocken. Ich mache das jetzt extra unten an dem Teil, wo am Schweller dran ist, weil da kommt ja sowieso noch Steinschlagschutz drüber. Und sollte sich das jetzt schmieren, dann müssen wir noch mal einen Tag stehen lassen. So, gucken wir halt einmal, wie das jetzt gleich ausschaut. Okay, geht eigentlich. Also ich habe mir das jetzt schlimmer vorgestellt. Ich will es hier zwar nicht durchschleifen, weil das wäre blöd. 2 Pickel habe ich natürlich jetzt geschliffen. Ja, naja, können wir mal hier versuchen. Nee, der ist trocken. Also kann ich den jetzt einmal komplett anschleifen. Natürlich EP-Grund nicht durchschleifen. Und dann können wir den schnell mal noch heute füllen. Wir wollen jetzt hier die originale Steinschlagschutzstruktur wieder hinbekommen. Dass wir jetzt den ganzen Kurs wirklich voll sauen, lege ich das jetzt mal ab hier ab. So. So. Dass man hier jetzt halt nicht die ganze Geschichte hier vollrotzen. Dann habe ich hier jetzt Sigaflex 529 Evolution. Das ist spritzbare Nahtabdicht. Und hier dazu habe ich die Pistole. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ich mache jetzt erstmal die Kartusche auf, die ist nagelneu. Weil ich will das schön gleichmäßig haben. Das war wieder zu wenig Luft. Ein bisschen mehr Luft. Also hier und da glaube ich weiter zu. So.
Gucken wir mal. Das war ein bisschen zu wenig Luft. So, sieht doch perfekt aus, würde ich sagen. Jetzt können wir hergehen und das Klebeband wegmachen. Wir haben eine perfekte Naht. Saugeile Geschichte. Leute, ich habe vergessen, gestern die Kamera daneben zu stellen, als ich 2K gefiltert habe. Ist ja nicht so tragisch, ihr habt es ja vom Seitenteil schon gesehen, wie das funktioniert. Ist ja nicht anderes wie mit dem Kotflügel. ...2023 Lack-Saison abgeschlossen, auch wenn es jetzt Mitte November ist oder halt auch fast schon Ende November, hat das Ganze alles gut funktioniert. Wir haben draußen 2 Grad, hier hinten sind es glaube ich 17,6 Grad, hat wunderbar funktioniert, mein Plan, was ich vorhatte. Kotflügel ist mega geworden, sogar vom Lackbild her, was ihr ja gerade gesehen habt in den Aufnahmen. Sogar besser als das Seitenteil. Das Seitenteil hatte übelst die Orangenhaut gehabt. Hier habe ich einen kleinen Vorteil gehabt. Das Bauteil ist nicht so groß. Und ich habe 10% oder waren es 15% Verdünnung hinzugefügt des Klarlacks. Und dann legt er sich schöner, der Klarlack. Am Seitenteil wollte ich das natürlich vermeiden, dass ich Läufer drin habe. Hier sind jetzt nur Staubeinschlüsse drin. Die kann man in 1-2 Tagen dann mal schleifen und polieren.
Das würdet ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video sehen. Das wird jetzt dann für dieses Video leider den Rahmen sprengen. Was ich jetzt aber zum Schluss euch noch zeigen möchte, das ganze Material, was ich verwendet habe. Hier seht ihr die verwendeten Materialien. Ich sag's euch gleich, die sind nicht billig. Ich kaufe auch keinen billigen Scheiß mehr. Das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, meine eigene Meinung hier in diesem Video. Ich kaufe nichts Billiges mehr. Ihr seht's, K-System, MIPA. Gut, MIPA ist so ein Mittelprodukt, so ein gängiges für auch für früher gab es die ja sowieso immer, auch bei den Lackierern. Mittlerweile halt auch so echt gut im Hobbybereich vertretbar. Selbst der Lackierer, wo ich die Farbe geholt habe, hat noch MIPA-Produkte. Also ist jetzt auch nichts Blöds und nichts Schlechtes. Dann habe ich Standox. Der Basislack ist von Spießhacker. Dann habe ich hier so ein Spraymax 1K. Das ist Beispritz verdünnert. Das ist für die Kanten, für Radlauf und sowas, wenn man Übergänge macht. Also da dürft ihr aber auch nicht so viel aufsprühen. Ja, so, wie gehe ich jetzt vor? Fangen wir von vorne an. Blech. Ihr habt Blech, ihr habt jetzt halt vor, das zu grundieren. Als erste Schicht EP-Grundierung. Den gibt es auch als Surfaces, verlinke ich euch unten. Das ist dann Nasse-Nass-Füller. Der hier ist jetzt kein Nasse-Nass-Füller. Den müsst ihr jetzt halt so 12 Stunden trocknen lassen. Den lackiert ihr auf. Am besten mit einem 800er Schleifpapier oder Schleifvlies nur anrauen. Also da dürft ihr nicht durchschleifen bei dem hier, weil das ist eure Lebensversicherung für den Kotflügel, dass er nicht mehr rostet, weil der ist Diffusions... also der lässt halt keine Feuchtigkeit durch. Also die ganzen hier sind diffusionsundicht und der ist dicht, diffusionsdicht. Also der lässt keine Feuchtigkeit mehr ins Material ran. Deswegen, wenn ihr durchschleift, habt ihr an dieser Stelle natürlich eine Schadstelle und da kann dann wieder die Feuchtigkeit eindringen ins Blech. Also am besten schauen, dass ihr nicht durchschleift. Oder wenn ihr es wie zum Beispiel bei mir im Unterboden macht oder Fußraum, dann schleift es eigentlich gar nicht erst an und macht Farbe drüber. So, MIPA ist jetzt der EP-Grund. E10, wisst ihr Bescheid, habt ihr gesehen, wie das alles funktioniert. Am besten dünn auftragen. Wenn ihr es zu dick aufträgt, kann es sein, dass euch die Scheiße nie trocknet. Ihr müsst auch die Mischungsverhältnisse einhalten, sonst trocknet euch das Zeug auch nicht. Ja, dann als nächstes nimmt man einen 2K-Füller. Einen Dichtschichtfüller, da tragt ihr schön Material auf und könnt es dann danach schön schleifen. Am besten so die Poren rausschleifen, dass schön alles glatt ist, dann habt ihr eine schöne saubere Oberfläche. Den hier habe ich jetzt vom K-System. Das ist jetzt der Füller schwarz, weil die Spießhackerfarbe laut Mischgerät dann auch einen schwarzen Untergrund braucht, deswegen habe ich den jetzt in schwarz. Dann, wenn ihr gefüllt habt, dann schleift ihr den ja natürlich. Dann habt ihr hier die Basisfarbe. Das hier sind jetzt insgesamt 600 Milliliter. Ich habe ein bisschen mehr genommen. Und ja, die Farbe ist von Spießhacker. Und die verwenden die Lackierer eigentlich konventionell. Ich muss auch sagen, die ist echt gut. Ist kein Müll, also nichts, was am Internet zum Kaufen gibt. Hier eine Verdünnung dazu, tipptopp, also ich kann mich nicht beschweren über diese Farbe. Und dann gibt es noch hier für den Hobbybereich einen Klarlack, das ist der Standox Extreme Plus Klarlack, der K9600. Genau, und der kurze Härter dazu. Ich habe dann da jetzt vorhin noch 15% Verdünnung reingefügt, deswegen hat der Kotflügel auch so eine geile Optik. Und ja, das sind so die ganzen gängigen Produkte, was ich hier in diesem Video verwendet. Feierabend für heute. Ich hoffe, bis jetzt haben alle zugeguckt. Doch ein länger geworden das Video. Aber dafür wisst ihr jetzt, wie man was lackiert, beziehungsweise im Endeffekt, wie man den gebrauchten Kotflügel oder Bauteil lackiert. Außer es ist jetzt Rost drin, da muss man es rausschleifen oder sogar reinschweißen. Aber das sollte jetzt erstmal nicht so das Problem sein. Habt ihr jetzt doch alles recht gesehen in den letzten Videos. Und ja, Saison 23 für Lack abgeschlossen. Und ich nehme jetzt das ganze Lackzeug mit nach Hause. Da steht es bei 20 Grad Raumtemperatur sicherer als hier in der Halle, weil ich halt nicht weiß, nächste Woche sollen es minus 12, 13 Grad nachts werden, wie kalt es hier drinnen wird. Hier haben wir 17 Grad drin, dank meines geilen Ofens. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht auf Dauer so sein,
weil man ist ja auch mal vielleicht ein oder zwei Tage nicht in der Halle und dann kann es natürlich auch sehr schnell kalt werden. Deswegen nehme ich alles mit nach Hause und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß gehabt an dem Video. Mir stirbt gleich der Arm ab. Deswegen würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gehen wir mal hin, machen drüben den Schweller runter. Ich habe schon mal drunter geguckt, aber das spare ich mir auf. Das seht ihr dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.